Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber in einem Waldstück, wo ich allerdings noch nicht weiß, wo ich wieder rauskomme. Und das Ganze wird unterstützt vom Zündapp Citybike. Ich habe ja ein bisschen was eingepackt. Ich habe mir sogar noch meine Jacke eingepackt, falls es doch noch ein bisschen kühler wird. Und es ist schon, ja, in Richtung 16 Uhr. Nun befinden wir uns hier in diesem Waldstück. Was heißt Waldstück? Das ist ein Riesenwald. Aber ich sage mal, auf einen Abschnitt, den ich so selbst noch nicht kenne. Ja, ich würde sagen, die Kamera habe ich zur Hand oder vielmehr am Körper. Und hier ist ebenfalls noch eine Kette. Ja, ich habe mich in Bewegung gesetzt und wir schauen mal. Eben bin ich noch einen steilen Berg hochgefahren. Da musste ich erstmal wieder Luft holen. Mal gucken, wie es jetzt hier wird. Oha! Oha! Junge, da werde ich gleich aus der Puste sein. Volles Hund an und treten. Einen Gang runter. Und volles Hund mithelfen, weil sonst komme ich diese Steigung nicht hoch. Das war Nummer 1. Wo geht es jetzt weiter? Ja, da ist ein Schild. Ja, also die Strecke zeigt Richtung Salzgitterbad an, wo ich hier auch hin möchte. Okay, es geht immer noch wirklich steil bergauf. Und einmal runterschalten. Und Pfund. Na, der Motor setzt nicht ein. Jetzt. Ich möchte nämlich was erkunden. Deshalb mache ich diese Fahrt heute. Ja, wie ihr gesehen habt, bin ich jetzt erstmal ein Stückchen vorangekommen und jetzt melde ich mich mal wieder zu Worte. Es ist so, ich sagte ja schon, das ist die Richtung Salzgitterbad. Hier soll es aber eine Abzweigung geben, die allerdings auch nicht so leicht zu schaffen ist, Richtung Bismarckturm. Das heißt, der Bismarckturm ist über dem Wald erreichbar. Ich weiß nur, dass es eine Strecke mal gab, die querfeld durch den Wald ging. Aber jetzt heißt es, die Strecke erstmal finden, wenn, wo man im Wald weiterkommt. Ha, hier ist es schon mal nicht. Ich glaube, ich fahre noch mal ein Stück zurück, weil das ist nicht die Strecke. Garantiert nicht.
weil ich komme schon fast gleich wieder in Salzgitterbad raus. Aber ich möchte hier über den Wald weiterfahren. Ich habe eben zwei ältere Herrschaften mal gefragt, ob die wüssten, wo das hier durch den Wald geht. Weil ich, das ist so viele Jahre her. Ich war da schon ewig nicht mehr. Als Kind war ich einmal da oben, also auf dem Bismarckturm. Sie sagten mir, die Strecke hier wäre schon richtig, aber die führt dann über eine Wiese. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal gemeinsam an. Das hier ist so ein schöner Weg. Ja, was heißt schöner Weg, aber so ein richtiger schöner Waldweg, der ja irgendwo ins Nirgendwo führt. Für mich bis jetzt zumindest. Hört ihr den Vogel? Was für eine Ruhe, wenn ich nicht sprechen würde. Das ringsrum, das gefällt mir hier. Selbst wenn es jetzt dunkel werden würde, wäre es so, ich habe noch einen Ass im Ärmel, falls es dunkel werden sollte. Was aber nicht gesagt ist. Ah, da sehe ich die Wiese, wo sie von gesprochen hatten. Okay. Hier sind Pflanzen angebaut. Sollen das eventuell geschützte Bäume sein, dass sie nicht abgefressen werden? Also, es sieht zumindest ganz danach aus. Und schaut mal, da oben, da ist eine Wiese. Schaut mal. Da ist auf jeden Fall eine Wiese. Und wenn ich hier weiter hochfahre, sieht man auch schon irgendwie eine Wiese. Also wie sie schon gesagt hatten. Ja. Ich fahre mal da hoch. Von da sind wir gerade gekommen und sind mittlerweile jetzt hier. Also an eine Wiese kann ich mich von früher her gar nicht erinnern. Gar nicht. Aber wir gucken mal. Und schaut mal hier. Entweder waren hier Schafe oder Pferde. Oder Ziegen, keine Ahnung so genau. Das ist hier auf jeden Fall noch ein alter Stall. Da steht noch eine Mini-Mülltonne, ein Stühlchen. Ja, und bedacht ist es auch. Also, oh, da ist sogar ein Stück. Nee, da gucke ich nicht rein. Da ist eben eine Maus lang gelaufen. Nee, da gehe ich nicht hin. Vor Mäuse laufe ich nämlich weg. Warum auch immer. Das steckt bei mir irgendwie so drin. Auf jeden Fall ist da gerade eine Maus hingelaufen. Genau da um die Ecke. Hallo.
Hallo? Nee, die kommt nicht mehr. Was ich aber sagen kann, hier sind recht frische Autospuren. Und ja, hier ist eine Wiese. Und die geht da hinten weiter und das mitten im Wald. Ist natürlich sehr schön anzusehen. Ja, Autospuren, Matsch, richtig Matsch. Hat er sich da vielleicht sogar festgefahren? Das sieht ganz danach aus. Ja, und hier ist die Wiese. Aber sie sagten mir, ich müsste über die Wiese drüber fahren. Aber wo komme ich denn dann hin? Hier ist noch ein Gatter. Also das weiß ich nicht. An sowas kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern, dass das mal so war. Oh, da steht ein Häuschen drin. Da steht ein Häuschen. Da, seht ihr das? Ein Häuschen. Mitten im Wald steht es da. Auch schön anzusehen. Aber ich weiß nicht, ob ich hier weiterfahren soll. Da oben ist ein Jägersitz. Da. Das ist ein Jägersitz, oder? Ja, das sieht ganz danach aus.